So, da sind wir wieder mittlerweile angelangt auf dem Gipfel der Unreinheit. Unrein, so heißt das neue Album von Umf. Darüber haben wir gesprochen, genauso wie über die neue Single, die ihr übrigens schon ab Montag käuflich erwerben könnt. Alles, was unrein ist, jetzt. Hier sind Umf. Nein, es ist altenglischer Slang, es ist auch wirklich ein real existentes Wort und ist in alten Dictionaries zu finden und bedeutet so viel wie das gewisse Etwas, energiegeladen steht bei vielen dahinter. Es ist halt ein Kraftausdruck, der ungefähr vor 100 Jahren verwandt wurde in England und wir fanden das rein plakativ erstmal gut durch die beiden O's, durch die Skurrilität des Wortes, durch das Ausrufungszeichen, das dem Ganzen noch so ein bisschen Aufmerksamkeit dazugegeben hat. Und den Sinn fanden wir eigentlich dann ebenso passend und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es gibt an sich wenige Bands, die das Ganze erfolgreich betreiben im Moment. Es gibt halt eine, die ganz erfolgreich ist und ja. Also ich würde sagen, dass sich zumindest einiges getan hat. Klar, wir waren mit Initiatoren einer gewissen oder sind mit Initiatoren einer gewissen Richtung. Aber ich würde schon sagen, dass die breite Masse viel offener geworden ist für harte Musik, was ich sehr positiv empfinde. Wenn man sich heute mal die Charts anguckt, ist harte, kantige, provokative Musik kein Tabu mehr. Und das ist eine sehr positive Entwicklung erst einmal. Und das ist natürlich. Wir kommen eigentlich aus der Gitarre, also mal um es so zu sagen. Wir hatten vorher Bands, wo Gitarren drin waren. Und dann als Gitarrist ist es immer so, dass dir der Sound irgendwann selber auf den Geist geht, weil Gitarre macht halt nur einen Sound, nämlich den Gitarre. Und haben dann auch Synthesizer entdeckt für uns, sind dann über die Synthesizer gegangen und im Endeffekt haben wir uns das Beste aus beiden rausgesucht, jetzt nach und nach. Und das dann halt so, das was jetzt ist, zusammengefügt, ganz einfach. Das Problem, das uns damals, sage ich mal, eingeholt hat als reine Konsumenten, als wir begannen Musik zu machen, war eigentlich, dass ich viele Seiten der Gitarrenmusik damals in einer Art Stillstand, Stagnation befanden, zum eigenen Klischee verkommen waren. Anfang der 80er Jahre, die ganze Heavy-Szene damals, das waren eigentlich mehr so Karikaturen ihrer selbst als irgendwie noch wirkliche Innovatoren. Als wir dann begannen, selber Musik zu machen, war es einfach super faszinierend für uns, diese andere klangliche Welt der Elektronik für uns zu entdecken und einen krassen Gegenpol zu diesem 80er-Jahre-Gitarrenklischee zu entdecken und für uns auch zu nutzen. Und da wir allerdings, wie Crab schon richtig gesagt hatte, selber auch aus der Gitarre kommen ursprünglich, war es für uns dann irgendwann naheliegend, eigentlich unsere ehemaligen Vorlieben mit unseren damaligen aktuellen Vorlieben zu verbinden und die beste Mischung daraus zu kreieren. Ich glaube, da hast du recht, dass, aber ob es Back to the Root ist, weiß ich nicht. Von dem Gefühl für die Elektronik mit Sicherheit. Der Einsatz ist natürlich mit Sicherheit ganz anders. Und für uns ist es auch immer so, wenn ein Album abgeschlossen ist, dann ist dieses musikalische Kapitel auch für uns abgeschlossen. Wir sind keine Band, das ist die Band, die irgendwie den Anspruch haben, uns selber zu kopieren, nur weil es vielleicht auch erfolgreich sein könnte, sondern wir haben einen sehr hohen künstlerischen Anspruch auch an uns selbst. Und dementsprechend sind wir auch immer wieder imstande, uns selber zu überraschen von LP zu LP. Und das, solange es noch so bleibt und so ist, ist noch alles im Lot. Ja. Also mir war es immer sehr wichtig, sehr ehrlich mit mir umzugehen, mit mir selber in meiner lyrischen Situation, beim Texte schreiben. Und innerhalb dieser Selbstreflexion bin ich natürlich immer offener mir selbst gegenüber auch geworden und habe einfach gemerkt, dass Texte schreiben eine ideale Plattform ist, um sich selber ein Stück mehr zu erkennen, sich selber ein Stück näher zu kommen.
Und ja, Authentizität ist für mich das Wichtigste in meinen Texten. Und ich habe noch nie viel Wert darauf gelegt, irgendeine künstliche Fassade aufzubauen, nur um irgendein Klischee zu erfüllen. Wir sind eben nicht nur so, sondern wir haben, das zeigt auch das neue Album, auch keine Angst, unsere ruhigen, melancholischen Phasen auch musikalisch zu verarbeiten, textlich umzusetzen. Da hatte ich noch nie Imageprobleme mit, noch nie Ängste vor, auch unsere Vielschichtigkeit zu zeigen, offenzulegen. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht viele Konsumenten eher erstmal verwirrt sind. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist ein Album so interessanter. Das war in Braunschweig bei einem unserer ersten Konzerte. Und es war ganz skurril, weil wir haben eigentlich mit dieser zweiten Maxi damals, der neue Gott hieß die, kirchliche Hierarchien auf ziemlich zynische, satirische Art und Weise durch den Kakao gezogen. Diese Pyramidenstruktur, oben der alleinige Vertreter Gottes mit seiner Glaubenswahrheit in Form des Papstes, unten die breite Schäfchenmasse, die diese Wahrheiten in Anführungsstrichen dann auch akzeptiert, ohne groß drüber nachzudenken, weil es ist ja Glaubenswahrheit. Und in diesem Text haben wir das so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und da stand dann vor diesem Konzert auf einmal ein junges Mädchen mit ihren drei Gehilfinnen oder wie auch immer und hat Zettel verteilt, auf denen dann vor satanischen Tendenzen innerhalb unserer Musik hingewiesen wurde. Was allerdings wieder ein Widerspruch in sich ist, weil wir haben sowohl auf christlicher Ebene schon immer diese Hierarchie angeprangert, als auch auf satanischer Ebene. Also ich persönlich kann mich als Atheist bezeichnen und da kann ich dann natürlich den Satanismus dann nicht für mich irgendwie nutzen, wie es natürlich im Moment auch sehr modern ist und auch sehr cool wirkt vielleicht für die meisten, aber das ist nicht mein Ding. Und wir fanden das allerdings so skurril, dass wir dieses Mädchen dann auf die Bühne geholt haben vor dem Konzert und sie durfte dann dem Publikum, sage ich mal, das erzählen, was sie zu erzählen hatte. Wirkte sich natürlich im Endeffekt kontraproduktiv für sie aus, weil es war natürlich höhnisches Gelächter im Publikum. Und die Stimmung war schon mal angeheizt. Da hättest du den besten Support-Act dagegen nebenstellen können. Es war einfach perfekt, so wie es da war.